Die Froni ist Medizinerin, die konnte es jetzt nachvollziehen, ja, aus medizinischer Sicht. Wir haben Letzteres gewählt und das tut brutal weh. Das kann sich eine Frau so gar nicht vorstellen. Weißt du? Ich weiß das nur einmal, wenn es mir so gegangen ist, wie ich heimgefahren bin, am Gaststag am Berg auf, und mir ist bei meinem Rennrad die Kitten rausgesprungen. Dann hat es damals nach der Stange eingedrückt. Gott sei Dank habe ich noch Haxen gehabt, weil sonst wäre ein Kuh so abfedert worden. Und dann habe ich gedacht, Gartheit, das war eine besondere Erfahrung. So, weil ich habe dann so gesagt, Gartheit, tut es dir so gut. Gartheit hat dann gesagt, ja. Und, also ich warte da mal Lied draus, es kann ja nicht sein, dass das nur uns zwei so geht. Gegen jeden geht es nicht so, das kann ich auch nicht mehr. Schuckele, drei heiße Weiler, dem was wurscht. Aber den hat es dafür dann auf den Bauch gedreht, wenn wir zwar vom Wasser aus sind. Gell? Warte, eines war noch Zeiten, ne? Genau, jetzt Frau völlig schmerzfrei. Wir da raus, jetzt gehen wir nicht mehr ins Freibad. Karte, wir haben beide schon in Brustbelz. Ich fühle mich rein, weil immer wenn wir vom Wasser rausgehen, müssen wir das Wasser noch lassen. Dann habe ich die Freibad rausgezogen. Auf einmal haben wir gedacht, wenn wir das Problem haben, dann müssen ja andere Männer auch geben, denen es so geht. Dann machen wir jetzt ein Lied drüber. Und das heißt, mit der Latten auf der Latten im Freibad und schauen. Sunshine of my bones.
Ja.